Hallo meine Lieben und willkommen wieder zurück zu Let's Play Hyper Dimension Neptunia Reverse One. Mein Name ist Lifeforce und es geht wieder direkt weiter, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben. Denn wir sind ja ins Louis Snowfield, glaube ich, wenn ich mich jetzt nicht ganz irre, gelandet. Beziehungsweise hatten so mehr oder weniger unsere, ich nenn's mal, kleine Problemchen. Wenn man mal davon ausgeht, dass die Gegner hier extrem stark sind. Die Tatsache, dass ich immer fast sterbe, ist schon irgendwo demütigend. Obwohl ich weiß, dass ich zumindest so mehr oder weniger was machen kann. Und zack. So, das Vieh bin ich los. Zack, das Problem wäre auch geklärt. Au. Au. Du kleine Drecksau, du. Mein Instinkt sagt mir, ich sollte zumindest später definitiv noch weiter trainieren. Weil ich habe so das Gefühl, bam, frisst das. Weil ich habe nämlich so das Gefühl, dass das sonst wirklich extrem gefährlich für mich werden könnte. Schätze ich jetzt mal. Oh ja, Nepnep erreicht schon mal ein neues Level. Sehr gut. Ach, wisst ihr was? Ich werde jetzt hier noch einmal. Hey, du da, komm mal her. Komm mal her, Freundchen. Oh, hier ist schon wieder. In your face. Da ich mir. Falsche. Schon wieder der falsche. Da ich mir jetzt nicht sicher bin, möchte ich einmal Plutia einmal voll heilen. Einfach weil ich mir nicht sicher bin, ob ich das auch hier überlebe. So, dich bin ich auch los. So. Out of Date Pen, Ice Skeleton und Snow S. Interessant. Wenn ich schon dabei bin, dann kann ich einmal was nachgucken. Equipment. Nerv, ich wollte sowieso mal bei dir reinschauen. Purple S. Würde bei mir so ein bisschen eher ins Negative gehen. Vor allem, da ich dann auch noch gegen Feuer ein Problem hätte. Das ist natürlich irgendwo Kacke auch. Das ist natürlich irgendwo blöd. Ich könnte jetzt nochmal bei Lady Greenheart mal reinschauen, ob da. Das wollte ich gar nicht. Ob da irgendwas ist, was ich benutzen kann. Ja, würde die Stärke erhöhen, aber das andere würde weggehen. Naja, das ist es nicht wert. Nein. Das ist es definitiv nicht wert. Nein, aber wenn ich schon dabei bin, kann ich mal hier kurz gucken. Okay, das ist nichts. Hätte ja sein können. Gut. Pesci, hast du irgendwas, was ich gebrauchen könnte oder einsetzen könnte? Nö, nicht mal ansatzweise. Blut, hier habe ich schon. Lady Bird. Ich meine. IF wollte ich mal nachgucken, so. Nein. Nö. Komm, das nehme ich. Ich soll jetzt mal ein bisschen an hier
Zielgenauigkeit, aber es sind nur... Hat die eine Kochmöglichkeit? Ich hinterfrag das gar nicht erst. Auf jeden Fall, das erhöht immerhin die Angriffskraft und das kann ich ganz gut gebrauchen. Okay, bringt mir nix. Warte mal, wie würde das aussehen? Okay. Okay, lassen wir das jetzt mal aus dem Spiel. Lassen wir das mal jetzt echt aus dem Spiel. Dann würde ich gerne noch einmal, bevor ich hier gleich weitermache, da rein. Einmal vollfüllen und einmal auch SP-Charger. Für den Fall der Fälle, man weiß ja nie. Dann noch einmal abspeichern. Ja, eigentlich müsste ich ja da wieder speichern. Ich komme hier komplett durch den Tüdel. Ach, was soll's. So. Versuchen wir es einfach jetzt mal. Ich hoffe, ich habe Glück und ich überlebe die Scheiße. Oh. Och, nö, oder? Sind... Alleine Pika! Ich wollte eben gerade sagen, wir sind jetzt hier bei Pokémon, aber das hat sich gerade erledigt. Das ist so bekloppt. Herrlich.
Oh my fucking Jesus, ey. What the f- So I don't know what. Okay, I'm gonna go. Okay. Okay, I'm charging. May up. I begin? Interessant. Now, try to withstand this. I can't. Okay, das könnte interessant werden. Das könnte sogar sehr interessant werden. Time to get it on. Okay. Hallo. Warum hat sie jetzt... Ach, ich hinterfrag das gar nicht erst. Hoffentlich überlebe ich die Scheiße. Ich meine, ich habe zwar gespeichert, aber trotzdem. Oh, ja. Du heilst. Warum hat das jetzt nicht geklappt? So, hier doch. Du heilst mal Pesci, bitte. Ich bin da schon ein bisschen skeptisch gerade, deswegen. So. Du stellst dich mal dorthin. Und 5. Naja, also ich will mal so sagen, vom Angriff her geht das ja noch so mehr oder weniger. Du machst jetzt mal bei Blut ja mal ein bisschen Angriff. Und du greifst jetzt erstmal so an. Es wäre mal schön, wenn jetzt Blut hier mal angreifen würde. Aber naja. Na, vielen herzlichen Dank auch. Tolle Scheiße, ey. Da will ich mal angreifen, komm nicht dazu, weil dieses Misty sich denkt, nö. Du. Pass auf. Ach, Kacke. Geht nicht. Na gut, okay, dann greife ich eben halt so an. Ich habe auch kein Problem, das zu machen in dem Sinne. Gut, du stärkst dich mal ein bisschen. Autsch. Ach, jetzt reicht's mir. Jetzt reicht's mir endgültig mit dir. Jetzt reicht's. Jetzt gibt's Saures. Friss Schund. Im Ernst. Friss Schund. So, ganz ehrlich, das war es mir sogar wert. Das war es mir echt wert gerade. Einmal da hin, einmal hier hin, dann möchte ich einmal... So, einfach weil es ein bisschen besser jetzt ist. Trifft sich ganz gut, dass ich die gerade habe. Ich würde nämlich gerne mal switchen. Wump. Oh, ich darf sogar angreifen. Geil. Coming in for support. Okay, I'm gonna go. Interessant. Die hat kaum glaube ich, gar keinen Schaden erlitten. Ist gar nicht mal so unpraktisch. Ich da sonst. Ja, komm ich. Are you ready?
Sehr gut. So, Freund der Sonne. Jetzt reicht's. May your spirit be cleansed from existence. Finally. Ich gebe zu, das kostet mich zwar einiges an Zeit hier und alles, aber es muss ja irgendwie möglich sein. Och nein, wie süß. Wie süß. So, einmal hier. Das war dumm, was ich gemacht habe gerade, aber egal. 3, 4 und 5. So. Was hat hier eigentlich? Stimmt! So, jetzt sind wir dir mal ein bisschen mehr auf den Hals hetzen. Mir fiel gerade ein, dass ich ja die Attacke auch noch drauf habe. Aua. Hyper Heal. Das. Ja. Oh, wie gemein. Autsch. Komm schon. Ja. How's this? I will not let you have it your way. So. Und jetzt. Oh, ich kann Blades wieder einsetzen. Oh, wie geil. Geil, geil, geil. Geil. Alter. Nett. Ich glaube, diese Attacke behalte ich mir mal schön im Hinterkopf. Alter. I'm burned out. Just like the dying embers of white ash. Hey, get a hold of yourself. Phew. And that's that. Let's get out of here. Before more come this way. Oops. See ya. Pippi, nap nap. Wait up. Ohne Scheiß. I think we're safe now. I see lights up ahead. We must be close to the city. I can't move anymore. Are you okay, Kappa? You want me to transform and carry you? Oh, I'm fine. I just need to rest a bit. Come on, we're friends and all, so no need to be shy. I get a lot more power when I change, and I can fly too, you know. Are you stupid? What are you doing? What's the matter, Iffy? You look serious. I saw something light up down there. Och, nö. It must be them. See? Now they located us. I'm sorry. Now is not the time to feel sorry. Let's hurry and be on our way. But where? It seems you need some help. Hmm? Who is that? I'm CC2. I was asked to help you out. Cypher Connect 2? Okay, interessant. I'd appreciate it if you take down your arms. How can we know you're not working with the Basilicon? Ich wollte nämlich gerade sagen, ich bin da gerade ein bisschen zu skeptisch. You need proof? Sadly, I just need your trust, since I'm without proof.
Iffy, I don't think we have a choice. I don't think bad people come out so openly. And people with such soft, fluffy ears and tail can't be bad. Nur weil sie fluffige Ohren hat, muss das nicht unbedingt was heißen. Also, dass sie... Oh, Neptune, you're just the same no matter the realm. Woher kennt die meinen Namen? Woher weiß die, dass ich Neptune bin? And I appreciate your comment on my ears and tail, but they're fake. Really? I'm almost positive the velvet soft feel is real. Realm? Are you from another place too? From the looks of it, you must have met others like me too. I guess I can trust you. I'm sorry for being so doubtful there. Oh, don't worry. Anyway, we need to get you out of here. Follow me! The person who asked me to help is right up ahead. Aren't you coming too, CC2? I was just asked to help bring you here and nothing more. Also, they could still be on chase, so I'll go mix things up a bit. Thanks for all the help, CC2. Be careful. Sure thing. See ya! Nice to meet you all again. Ah! You were with Blonde. Yes, I am. Again, Lady Blonde's Chamberlain. Financier. Oh, das ist eine andere. Were we tricked again? Oder? Even if you are a girl, I'll have to kill you if you get in our way. Get in your way? Why no? Quite the contrary. I've asked CC2 to help, as I had a favor to ask of you all. Quite hard to believe. We don't have much time. Please, follow me. Okay, die hat uns also... Okay, jetzt... Okay. If you feel at any time a sense of deceit, please, go ahead and kill me. I think we can trust her. I mean, there's gotta be a good reason behind this. Ich bin immer noch skeptisch. Neptune, you can't be serious. I second Nep-Nep. I feel like we can trust her. Ma, you're both so trusting. Thank you. Now please, this way. Mein Instinkt meldet sich da gerade. Irgendwas. Large USB. Okay. Ist da sonst noch irgendwo was? Also ich meine jetzt im Sinne von... Nö, ich würde mal sagen... Oh, hier ist noch was. Information. Ja, damit. Poison Patch. Okay. Oh, hier ist noch was bei Planeptune. Da will ich auch noch mal rein. Ach du Heiliger. Anti-Paralyze Patch. Gale Ring. Okay. Thunderclap Ring. Was es alles gibt. Absolute Zero Ring. Okay. Molten Ring. Gott, ey. Leanbox, ja, okay, von mir aus. Was haben wir hier? Antivirus Patch. Moment mal, das habe ich doch eben gerade eingesammelt. Nein, da wollte ich nicht rein. Da will ich erstmal rein. Irgendwas Neues? Nö. Ach Quatsch, da wollte ich doch gar nicht rein. Da wollte ich rein. 1044 MB. Nice.
Also das reicht locker um, ja. Damit kann ich schon so einiges anfangen, sagen wir es mal so. Okay. Ich guck mich nur halt so ein bisschen... um. Falls hier noch irgendwo was ist. Was ich noch aktivieren könnte. Sieht aber nicht so aus. Haben wir hier irgendwas? Nein. Das Gruselige an der Sache ist, ich wüsste sogar, wo ich Magical Jelly herbekomme. Das habe ich nämlich gerade so mehr oder weniger noch gesehen. Outfits. Yandere Style. Are you fucking serious? Oh my goodness. Halt! Ach ne, habe ich schon. Okay. Gut, hier ist nichts mehr. Hier noch irgendwas? Nö. Gut. Dann würde ich mal sagen, speichern wir das Ganze noch ab. Und ich denke mal, dass wir dann hier an dieser Stelle Schluss machen. Dürfte ja schon mehr als genug sein, denke ich mal. Ja, mehr als genug. Gut, dann würde ich mal sagen, wir machen hier an der Stelle Schluss. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und beim nächsten Mal geht es dann mit... Moment, wie heißt das jetzt hier? Ach ja, geht es dann mit Louis weiter. Und ich kann daraufhin nur noch sagen... Bis dahin, ciao, ciao!